Herzlich willkommen bei Psion Park Video, dem Mobile-Kanal von JEPCOM Networks hier auf YouTube. Folgendes, wir haben heute einmal ein relativ spannendes Thema und zwar geht es um das Video. Wir machen Videos ausschließlich mit Mobiles, einfach weil wir denken, da steckt viel Potenzial dahinter und es gibt es gibt einige gute Programme, die sehr professionell sind. Diese wollen wir uns mal etwas näher anschauen und meine Gedanken und meine Hinweise, Tipps dazu, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Für diejenigen, die allerdings denken, das dauert mir alles zu lange, da habe ich keine Zeit für, können wir es auch ganz kurz machen, das ist kein Problem. Ladet euch folgende drei Programme runter. SCR Pro, für all diejenigen, die sagen, okay, ich habe ein geroutetes Gerät, da ist das wirklich prima. Damit könnt ihr Screencasts machen, also nur vom Bildschirm aufnehmen. Das zweite wäre Mobizen. Da kommen wir dann auch gleich zu. Hiermit könnt ihr auch Screencasts machen, aber ohne, dass ihr euer Gerät routen müsst. Eine ganz klasse Sache, allerdings auch mit einigen Nachteilen. Auch da gehen wir dann gleich weiterhin drauf ein. Und ein weiteres Programm wäre KineMaster. KineMaster ist ein Videoeditor. Sehr professionell gestaltet, sehr gut, solltet ihr auch euch unbedingt einmal ansehen. Auch hier schneiden wir im weiteren Verlauf da noch einige Hinweise hinzu, beziehungsweise gehen weiter auf dieses Programm ein. Dann haben wir noch ein Programm dabei, das in der Vergangenheit auch oft von uns verwendet wurde und auch für einige Leute vielleicht noch interessant sein könnte, aber mittlerweile zumindest für uns obsolete ist. Das heißt, wir verwenden es nicht mehr. Warum, erzählen wir auch dann in diesem Video. Ja, so viel zu dem. Diejenigen, die sich jetzt da ein bisschen was von angenommen haben, die laden sich einfach die Programme runter, können sich das angucken. Und für die all jenen, die weitere Informationen dazu möchten und meine Gedanken und die Hinweise darauf, was vielleicht wichtig ist, worauf man zu achten hat und für den ein oder anderen kleinen Tipp zwischendurch, da einfach dranbleiben und sich das Video bis zum Ende angucken. Für die einen oder anderen wird es sich lohnen, vor allen Dingen für diejenigen, die da bis jetzt nicht so die Ahnung haben. Wir gehen weiter darauf ein, einfach aus dem Grunde, weil viele sich vielleicht die Gedanken machen, ich würde gerne auch mal so ein Video machen, aber wie geht das? Welche Programme brauche ich und wie kann ich sie anwenden? Deshalb machen wir dieses Video für all diejenigen, die da nicht so bewandert sind, damit die einen kleinen Einblick haben und deshalb dauert das Video halt ein bisschen länger. Also, wenn es euch gefallen hat, macht im Anschluss einen Daumen hoch, ein Abo würde mich wie immer freuen und wenn ihr sonst irgendwas habt, meldet euch einfach. Hier haben wir jetzt also Mobizen oder Mobizen, wie immer man das aussprechen möchte. Die ganze App, die ist, schauen wir noch einmal rüber, das ist eine koreanische App. Hier vorne die neuen Funktionen, die stehen dann noch in Englisch. Also Deutsch ist jetzt nicht so die Sprache, die jetzt mit dementsprechend einkalkuliert ist, um es mal so zu sagen, hier wird vorwiegend in koreanischer Sprache, man sieht es auch an den Schriftzeichen hier, ich gehe mal davon aus, dass es koreanisch ist, wird die dargestellt. Man sieht es zumindest hier an der Postanschrift des Entwicklers. Und natürlich versucht man sich international hier irgendwo zu präsentieren und versucht
dementsprechend auch Englisch, die ja nun mal vorwiegend weltweit genutzt wird, da einzusetzen. Hier hätten wir dann die Aufnahme, hier wäre dann die Möglichkeit, bei dem Quadrat halt das Video zu stoppen. Die beiden Striche sehen wir auch hier in der Mitte von den drei Symbolen. Das wäre dann halt die Pause-Funktion. Und hier einmal eine Screenshot-Version, beziehungsweise eine Screenshot-Funktion, muss man ja sagen. Das Video geht weiter, braucht man also einfach nur hier drauf drücken. Was etwas schade ist, so wie wir das festgestellt haben, ist, dass hier unten im unteren Bereich später dann eine Werbung auftaucht. Hier wäre es nett, wenn es von mir aus auch eine Bezahlversion gäbe, um diese Werbung dann von Mobizen auszublenden. Vermutlich sieht das so aus, dass man hier die große Masse erstmal erreichen will, für Low-Budget Screencasts zu ermöglichen. Jeder soll es im Prinzip geschenkt haben. Das Zeug verbreitet sich. Und wenn es dann jeder nutzt, dann gehe ich mal davon aus, dass es dann in der Form dann doch irgendwie finanziert wird. Erstmal, wie gesagt, gilt es darum, diese App zu verteilen. Und diese App ist im Prinzip noch gar nicht mal so schlecht. Wir sehen hier nochmal auf der Seite selber verschiedene Einstellungen. Da ist es auch das gleiche dann nochmal genannt. Die Versionen, die reichen dann von Android Jelly Bean 4.2 über KitKat und bis hin zu Lollipop. Möglicherweise muss der ein oder andere, der jetzt in der Lollipop-Version etwas weiter ist, eventuell auf eine Anpassung warten, bis zum Beispiel 5.1.1 angepasst ist. Aber auch hier dürfte es eigentlich relativ wenig Probleme geben, in der Regel. Und über die Funktion, dass hier die Updates dementsprechend protokolliert werden, was jetzt neu ist, was angepasst wurde. Da kann man dann spätestens auch sehen, wo jetzt die Version, die verschiedenen Android-Versionen unterstützt werden. Vielleicht einfach mal eine Sache, um es auszuprobieren. Wie gesagt, hier gerade der Screencast mit Mobizen, vielleicht eine Empfehlung. Wir schauen hier nochmal rein und mal hoffen, dass das Ding jetzt nicht anhält. Wir haben hier unter anderem auch die Möglichkeit, dementsprechende Listenings zu machen. Das heißt, hier würden dann die gespeicherten Clips in einer Liste sortiert, die man dann dementsprechend wieder und setzen das Ganze jetzt hier nochmal fort. Jetzt werden wir feststellen, dass wir hier ein Video drin haben. Das müssen wir dann antaggen und haben dann die Möglichkeit, dieses Video zu teilen. Da werden dann verschiedene Optionen eingeblendet, über welche Art und Weise man das verteilen kann. Und da ist eigentlich ziemlich viel dabei, je nachdem, welche Apps ihr installiert habt. Da kann man das dann jeweilig auf die Seite hochladen. Ist an sich eine schöne Sache. Wir probieren das jetzt hier einmal ins Google Drive zu übernehmen. Da haben wir einmal das Video, das wird jetzt einfach mal bezeichnet. Wir können das auch umbenennen, um es dann dementsprechend leichter wiederzufinden. Mobizen. One. A. Das Verzeichnis, das ändern wir dementsprechend mal um.
Das liefern wir einfach mal in die Ablage. Den Ordner wählen wir dann einfach mal aus. Speichern das Ganze dort ab. Und dann wird diese Datei hier in das Google Drive. Wichtig wäre vielleicht zu erwähnen, dass die ursprüngliche Webseite des Herstellers in Koreanisch geschrieben ist. Deshalb haben wir hier unseren Google Chrome Browser genommen, um Koreanisch zu übersetzen. Wenn wir jetzt einmal das Original sehen, das ist dann so, das kann in der Regel von uns keiner mehr entziffern, was das jetzt wirklich heißt. Und um da jetzt ein klein bisschen Durchblick zu haben, sieht es einfach so aus, dass wir die ganze Sache einfach mit unserem Google Chrome Browser auf Deutsch übersetzen können. Bei Englisch ist das immer so eine Sache. Bei Englisch rate ich dazu, wer der englischen Sprache mächtig ist, der soll das Original auf jeden Fall in Englisch ansehen. Handelt es sich hier um eine Sprache, die man überhaupt nicht beherrscht, wie Koreanisch jetzt hier, dann ist es ratsam, diese Seite dauerhaft zu übersetzen. Es sei denn, man setzt sich dahin und erlernt diese Sprache. Aber wie gesagt, hier ist eine Übersetzung empfehlenswert für all diejenigen, die der Sprache nicht mächtig sind. Und dann sehen wir auch die Übersetzung hier in Deutsch. Und da kann das variieren von Seite zu Seite. Kann die Übersetzung gut oder weniger gut sein? Wir sehen das in dem Moment, wenn das englische Wort root oder rooten übersetzt wird ins Deutsche, dann lesen wir was von Wurzel und Verwurzeln. Das ist dann etwas unglücklich übersetzt, obwohl es sinngemäß natürlich nicht falsch ist. Dementsprechend, wenn ihr euch beim ersten Mal einloggt, dann kann es auch schon mal sein, dass ihr auf die Webseiten hingewiesen werdet oder dass ihr euer Passwort vielleicht mal wieder zurücksetzen möchtet, dann, wie gesagt, ist es hilfreich, wenn ihr das hier übersetzt. Mit dem Samsung-Browser funktioniert das mit dem Übersetzen nicht. Also insofern benutzen wir vorwiegend den Google Chrome-Browser. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, bei dem Samsung-Browser haben wir die Möglichkeit, mit dem S-Pen hier vorne weiter zu scrollen. Das funktioniert bei dem Google Chrome. Im Vergleich zu Mobizen haben wir hier eine App, die wir vorwiegend benutzen. Und da gibt es verschiedene Gründe. Erstmal haben wir hier unter anderem Voreinstellungen. Hier bekommen wir eine Anzeige, welche Auflösungen hier gerade mit angeboten werden und wie viel Frames per Second, also wie viel Bilder pro Sekunde hier dementsprechend mitlaufen. Dann haben wir hier verschiedene Codierer, um vielleicht eine Anpassung vorzunehmen. Und das kann schon mal nützlich sein, wenn man möglicherweise eine Custom-ROM drauf hat oder vielleicht ein anderes Gerät. Da kann man vielleicht auf Software MPEG-4 gehen oder hier unten. Da muss man dann eventuell mal ausprobieren. Hier haben wir dann die verschiedenen Auflösungen, die wir nutzen können. Das wäre einmal hier ein komplettes Display, halbe Höhe. Es kommt immer darauf an, was wir darstellen wollen. Es ist in dem Moment Schrift von dem Mobile selber. Dann macht es Sinn, eine höhere Auflösung zu wählen, weil hier eben die Schrift ziemlich klein dargestellt ist. Und sollte man das dann hinterher auf dem PC gucken, dann muss man das dann auch noch lesen können. Nicht, dass dann alles gänzlich verschwommen ist. Wir haben hier weiterhin die Möglichkeit, die verschiedenen Audioquellen auszusuchen. Entweder stumm, völlig ohne Ton, mit Mikrofon oder intern. Das heißt, nur die Signale, Töne, die vom Gerät aus selber über den Lautsprecher kämen, die werden aufgezeichnet
und das Mikrofon hierbei aus. Hier haben wir eine Mischung aus beiden, intern und Mikrofon. Muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt sehr selten benutzt. Im Prinzip, wenn ich so richtig überlege, eigentlich gar nicht. Meistens so, dass ich entweder sage, okay, ich brauche überhaupt keinen Ton dazu, weil ich das in der Nachvertone, oder so wie jetzt aktuell mit Mikrofon. Allerdings, jetzt haben wir es ja nicht an, jetzt haben wir es ja über Mobizen, weil das sonst hier nicht möglich wäre. Also ich kann nicht mit SCR kann ich nicht die eigenen Einstellungen abfilmen. Das geht irgendwie nicht. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, die Abtastrate von der Tonquelle zu machen, ob wir jetzt in welchem Frequenzbereich wir jetzt arbeiten, je nachdem, wie genau wir da die Quelle haben möchten. Wir haben unter anderem die Möglichkeit, eine Facecam einzuschalten. Da mache ich mal kurz ein kleines bisschen Licht. So, das schalte ich jetzt hier ein und jetzt kann man vielleicht sehen, da kommt dann ein Bild und dieses kann man dann dementsprechend verändern. Auch hier könnte man jetzt sagen, okay, bei dieser Aufnahme mache ich dann eine Facecam mit rein und kann dann dementsprechend ein kleines Bildchen mit einfügen oder halt dementsprechend auslassen. Das geht natürlich dann auch. Benachrichtigungs-Icon oben in der Leiste, dass man das verstecken kann. Berührung sichtbar machen. Ausgabeverzeichnis kann man dann hier auch auswählen, wenn man so wie wir hier auf die externe SD-Karte speichert. Dann sollte das auch möglich sein. Müsst allerdings aufpassen, eine Speicherung auf einer externen SD kann schon mal ein bisschen tricky sein, weil die nicht so schnell sind wie der interne Speicher. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass ihr Sprünge habt im Ton, dass es hakt oder irgend sowas dergleichen. Ja. Insbesondere dann, wenn eine ziemlich hohe Auflösung und eine hohe Wiedergabe der Bilder pro Sekunde gewählt ist. Das hier allerdings, wie gesagt, zu SCR bekommt ihr auch im Play Store. Und wie gesagt, das nutzen wir vorwiegend, weil da haben wir einmal ein paar Möglichkeiten mehr, es zu nutzen. Und wir haben die Möglichkeit, wie wir das bei vielen Sachen haben, diese App auch bezahlt zu haben. Und haben dann dementsprechend auch keine Werbung drin, wie hier bei Mobizen. Wie gesagt, da haben wir ja hier unten jetzt, ihr seht jetzt hier unten in dem Bereich den Hinweis auf die Aufzeichnung, dass sie mit Mobizen gemacht worden ist. Und jetzt gerade aktuell sehe ich die nicht. Das heißt, jetzt im Moment ist alles nackt. Ich sehe hier keinen Hinweis. Und erst wenn das Video dann fertig ist, dann wird es halt hier eingeblendet. Vielleicht fällt uns da noch ein, wie man da irgendwie vielleicht was ändern kann, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, wie gesagt, das zu den beiden Apps, die man hier nutzen kann. Einmal Screen Recorder, also SCR für geroutete Geräte und hier Mobizen halt für Leute, die sagen, okay, ich will mein Smartphone oder mein Tablet nicht routen. Da haben wir dann die Möglichkeit, Mobizen einzusetzen. Unter anderem, Mobizen hat den Vorteil, dass man es über die USB-Schnittstelle, soweit ein USB-Debugging, müsst ihr mal gucken, wir haben hier einmal in den Geräte-Einstellungen. Müssen wir mal schauen, gehen wir auf die letzte Seite, unten runter, Entwicklungsoption. Schauen wir mal rein. Bleiben wir einmal bei Mobizen und schauen uns ein anderes Programm an, KineMaster. KineMaster, natürlich, ihr werdet es erahnen, im Play Store erhältlich. Hier haben wir einmal ein Video, oder beziehungsweise hier haben wir einen Video-Editor. Sehr schöne Sache. Es lässt sich anmelden. Man kann es umsonst bekommen. Dann wird Werbung eingeblendet. Man kann es aber auch
bezahlen bzw. leasen oder mieten für, ich glaube, 3,56 Euro im Monat. Und dafür wird dann die Werbung ausgeblendet. Wir haben hier die Möglichkeit, Videos zu editieren, Bilder einzuspielen, Videos einzuspielen und so weiter. Das ist also unser Studio. Hier haben wir zum Beispiel einmal unser Psion Park Intro mit eingesetzt. Aus einem der vergangenen Videos dann hier ein Ausschnitt. Diese lassen sich beliebig einsetzen aus dem Medienbrowser, da kommen wir jetzt gleich zu. Und dazwischen haben wir halt die Möglichkeit, verschiedene Übergänge dementsprechend zu kreieren. Da gibt es dann hier eine ganze Reihe von, sehr interessant, sehr vielseitig. Die Filme selber kann man dann aus dem Medienbrowser herausgreifen. Auch verschiedene einzelne Bilder einfügen, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz vorne vor einen Hintergrund haben wollen, in den jeweiligen Farben, hier jetzt zum Beispiel gelb oder halt mit Muster oder hier mit Berg davor und so weiter. Da gibt es gewisse Vorgaben, die man machen kann, die man nutzen kann. Gehen wir mal einmal hier drauf, löschen das Ganze wieder weg. Wir haben auch die Möglichkeit, dementsprechend Bilder zu überlagern, das heißt, auf das bestehende Video ein anderes Bild zu machen. Videos selber gehen in diesem Moment nicht. Das heißt, ich habe jetzt keine Möglichkeit, ein Video ins Video einzublenden. Da gibt es aber dann eine Option, die wir dann beim Überblenden machen können. Alles in allem ein Programm, was sehr, sehr umfangreich ist und eines der besten Videoeditoren, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe schon einiges ausprobiert. Dieses ist wirklich klasse. Was auch nicht schlecht ist, ist PowerDirector. Allerdings von der Bedienung her ist dieses hier KineMaster auf jeden Fall hitverdächtig. Ich liebe es, wenn Hersteller versuchen, ein bisschen Professionalität mit hineinzubringen und den Apps somit eine Wertsteigerung mit auf den Weg zu geben. Diese App, die benutzen wir, um all unsere Videos zu schneiden. Man kann auch heranzoomen, so wie man das hier gerade sieht, und dementsprechend auch nachvertonen. Es ist wirklich ein hervorragendes Programm. Solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Hier für dieses Programm werdet ihr übrigens auch, da ist jetzt kein Root für notwendig und ihr könnt das so dementsprechend auch mit ungerooteten Geräten nutzen. KineMaster, wie gesagt, hier sehr zu. Eine weitere App, die wir einmal ganz kurz vorstellen möchten, ohne weiter darauf einzugehen. Halt, das ist immer falsch. Gehen wir in unser Studio. PixArt. PixArt ist ein Bildbearbeitungsprogramm, was ähnlich wie KineMaster sehr professionell gestaltet ist. Und auch hier habe ich schon viele, viele andere Programme gesehen und irgendwo fehlte immer was. Und es gab immer Momente, wo ich gesagt habe, das hätte ich gerne mit da drin gehabt. Oder schade, dass man das ein oder andere nicht machen kann. Dieses Programm ist wirklich so grandios, dass es nahezu alle möglichen Optionen bereithält, die man mit Bildbearbeitung machen kann. Da sind dann halt verschiedene Effekte möglich.
Wie gesagt, ich will hier gar nicht groß näher darauf eingehen. Das muss man sich wirklich mal angucken. Es ist hier quasi nur eine Empfehlung, die an Optionen so zahlreich ist, dass man ein eigenes Video eigentlich drüber machen muss. Collagen kann man machen, das ist vielleicht interessant in dem Moment, wenn man Rahmen machen möchte. Wandsrahmen. Schauen wir mal eben nach. Okay, Rahmen waren es jetzt hier nicht. Collage. Raster. Hier haben wir es. Hier könnt ihr auch ein Facebook-Cover errichten. Da gibt es dann verschiedene Layouts, die man dann nutzen kann und dementsprechend seine Bilder einfügen kann und ja, dementsprechend halt nutzen kann. Oder halt Quadrate. Ähnlich wie bei Instagram, da ist ja auch fast alles quadratisch angeordnet. Für die verschiedensten Zwecke hat man hier verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu tun. Es ist derart umfangreich, dass man, wie gesagt, eigenes Video drüber machen kann. Werden wir vielleicht in nächster Zeit auch mal vorbereiten. Hier nur der Hinweis für all diejenigen, die es bis jetzt noch nicht kennen. Und als kleiner Tipp am Rande. Das sind eigentlich so die Programme, die wir gerne und standardmäßig benutzen. Einmal, wie gesagt, SCR Pro, dann den KineMaster und PixArt. Diese Programme gehören zu den wichtigsten, wo ich auch sage, da möchte ich nicht drauf verzichten. Kleine Ausnahme bietet noch Android Pro. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf ein. Hier haben wir auch die Möglichkeit, Filme zu schneiden. Allerdings der Nachteil ist, dass hier nicht immer jedes Video, was wir hier mit bearbeitet haben mit Android, auch über den KineMaster weiterverarbeiten können. An sich kein schlechtes Programm, Android Pro, aber in seltenen Fällen lässt es sich nur mit KineMaster weiterverarbeiten. Wir hatten übrigens auch in der Vergangenheit schon mal eine App. So, schauen wir mal nach. Diese hier. Die hatten wir auch eine ganze Weile benutzt, unter anderem bei dem Samsung Galaxy S2. Da hat die eigentlich relativ gut funktioniert, zumindest bei der Firmware. Auch hier war ein Root nötig. Allerdings hat hier immer einen Online-Kontakt bestehen müssen für die Verifikation. Ansonsten ist das Programm einfach nicht gestartet. Es war sehr ärgerlich und letztendlich unbrauchbar, wenn man nicht gerade eine Internetverbindung hatte. Und zum anderen funktionierte es bei Custom-ROMs auch nicht sonderlich gut, weil da gab es dann Farbverfälschungen und die ließen sich irgendwie nicht ausgleichen. Die haben wir dann ausgeglichen über Android Pro. Das brauchen wir hier in diesem Fall nicht machen, denn mit SCR Pro haben wir die Möglichkeit, eventuell auch Custom-ROMs, die eine Farbverfälschung haben, gleich wieder zu korrigieren. Vielleicht kann ich noch ein kleines Beispiel geben. Schauen wir einfach mal hier bleiben wir einmal bei Mobile Video rein. Oh, jetzt gab es hier eine kleine akustische Überschneidung. Wir haben hier die Möglichkeit, Moment, wo war es? Effekte, war es Effekte? Spalten trimmen, greifen, Audio. Ich meine, es waren Effekte. Ja. Bei den Aufnahmen durch eine Custom-ROM. Da hatten wir Farbverfälschung und dann sah das
Moment, hier nicht negativ aus. Hier haben wir es gleich, Swap UV. So würde das dann aussehen. Und da sind dann blau und blau und rot oder blau und gelb Töne. Im Prinzip blau-rot-Töne vertauscht worden. Warum auch immer. Da hatten wir eigentlich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und da hatten wir in Verbindung mit dem Screencast dieses Programm benutzt, um das dann wieder gerade zu richten, soweit wir dann eine Custom ROM installiert hatten. Das alles braucht man, wie gesagt, mit SCR Pro nicht. Das lässt sich eventuell intern machen. Da gibt es einen Programmpunkt für, kann man dann direkt intern abregeln. Das KineMaster, um die Videos zu bearbeiten, und PixArt eben, um die Bilder zu verarbeiten. Alles drei Spitzenprogramme, wo ich sage, möchte ich nicht wieder verzichten drauf. Klasses Ding. Diese Empfehlung wollte ich eigentlich nur weiterreichen. Alles zusammen, denke ich mal, soll es das für das erste hier erstmal gewesen sein. Falls ihr Interesse habt, dass wir vielleicht zu dem einen oder anderen Programm ein etwas umfangreicheres Video machen sollen, schreibt uns einfach mal eure Meinung in die Kommentare rein.